Peter Rosecker, Die Harfe im Walde. Die Gegend ist fremd, der Wald ist finster und abendlich. Die Wege verrinnen in den Schluchten, an den Hängen, in den Dickichten, und wir haben keine Zuflucht. Über den Almen und Felswänden hängen die Wolken, die schweren, hochsommerlichen Wolken. Die Bäume wagen sich nicht zu rühren, denn in ihren Zweigen schlafen die Vögel. In den Tiefen rauscht der Waldbach. Wenn in den Tiefen so sehr der Waldbach rauscht, sagen die Leute, da kommt ein Sturm. Wir wollten hinüber zum Kirchlein des heiligen Hubertus, das im Walde steht und den Waldleuten am Tage des Herrn als Versammlungsort dient. Nun ist keine Zeit dazu. Lasst jetzt auch das Suchen nach Himbeeren und Alpenrosen, es fallen schon die schweren eiskalten Tropfen. Ein mattes, plötzlich hinleuchten zwischen den Stimmen, da beginnt es hoch oben zu rollen, rau und schwer, wie das Aufatmen des Himmels, dem der Alp auf der Brust sitzt. Jetzt werden die Bäume wach. Sie schlagen mit den Ästen um sich, das Gefüge schreckt auf. Der Wald rauscht hoch in den Wänden, tost der Widerhall. Über den Wipfeln kreist der Habicht, der bringt den Sturm. An uns Eilenden hauscht ein Mann vorüber, eine schwarze, verwilderte Gestalt mit einer Flinte. Plötzlich steht er wie gebannt, lauert, kauert sich zu Boden und richtet den Lauf des Gewehrs in die Luft. Wie von seinen glühenden Augen entzündet, kracht der Schuss, aus den Lüften niederstürzt der Habicht. Das Tier fällt an den Bäumen langsam von Ast zu Ast herab und bleibt endlich hängen über dem Haupte des Schützen. Am Felsenhange fliegen die Wolken herab. Der Mann klettert auf den Baum wie eine Wildkatze, fasst mit den Zähnen den toten Vogel, springt zur Erde und eilt durch Wald und Wettersturm der Hütte zu. Die Hütte steht zwischen uralten Fichten. Vor derselben sind rauchende Kohlenmeiler, der Brettebaren und der Ziegenstall. Hinter ihr der brausende Bach. Und aus dieser finsteren Hütte schimmert zu den kleinen Fenstern Licht heraus in die große wilde Welt. Die Tür ist verschlossen, der Mann rüttelt: Kilian, mach auf, die Räuber und Mörder sind da. Erschreck du einen anderen, sagt hierauf eine Stimme von innen. Ich kenn dich wohl, du bist der Hans. Und darf der Hans in dieser Nacht bei dir sein? Fragte der Ankömmling. Die Tür ging auf, der Kohlenbrenner stand da und sagte, bist gern gesehen. Sollst es nicht umsonst tun, ich geb dir ein paar Pfeifen Tabak. Die paar Pfeifen Tabak nehme ich, sagte der Kilian, aber für das Dableiben wirst nicht schuldig. In so einer ungestümen Nacht ist kurzweiliger, wenn zwei sind. Die Brautleute sind nach Feichtau gegangen, noch gar nicht daheim. Die stecken sich bei dem Gewitter heilig unter einem Tannenbusch. Der Kühler, der da sagte, war eine große, derbe Gestalt, deren Gesichtszüge unter dem dichten Kohlenruß kaum zu erkennen waren. Seine Augen schauten offen und sanft. Er stak in einen weiten Lodenkittel. Die Schenkel umspannte eine verschließene und versenkte Lederhose. Vom Knie abwärts waren die Füße nackt bis auf die Holzschuhe. Er warf Äste und Kohlen in sein prasselndes Herdefeuer, welches den Vorderraum der Hütte durch den Rauch mit flackerndem Rot erhellte. Zu Fuß des Herdes war ein beweglicher Holzbalken, und so oft der Mann auf denselben traf, sprühte und lohte das Feuer in heftige blaue Flamme auf. An der berußten Holzwand hingen unter Haus- und Küchengeräten große Hämmer, Zangen und Hacken, und neben dem Herde stand ein kleiner Amboss. Der Köhler ist hier auch Schmied. Er schmiedet den Holzleuten in Edelwalde ihre Äxte, Beile, schärft ihr Steigeisen und Sägen. Er ist der geschickteste, fleißigste und wichtigste einer im Walde.
Auch ist ihm was dafür geworden. Hinter seiner Werkstatt und Küche, das ist eins, hat er eine recht geräumige Stube. Da drinnen steht ein halb Dutzend Lehnstühle um einen langen Tisch herum. An der Wand sind Reh- und Hirschgeweihe, von denen des Kühlers Töchterlein seine Tage meinte, sie werden aus dem Holze herauswachsen. In der Tischecke ist das übliche Heiligtum, ein rau geschnitztes und hell bemaltes Muttergottesbild. Darüber ist allweg ein Kranz von Tannenzweigen und Preiselbeersträuchen gewunden, im Frühjahr auch von Eriken, im Sommer von Farnkräutern und Alpenrosen, im Herbst aus Enzian und Edelweiß. Im Winter schmiegt sich ein kunstvolles Gewebe von farbigen Moosen um das Hauses Heiligtum. In dieser Stube treibt Kilian ein drittes Gewerbe. Dort in rauchgeschwärzten, aber reich geschnitzten Kasten, der ist aus alten Tagen, heute schnitzt man weder in den Städten, geschweige im Walde so kunstreiche Möbel, stehen große, volle Flaschen und ringsumher wie durstige Zickler um die Mutter kleine Trinkgläser. Agnes, des Kühlers Töchterlein, ist in den Herbsttagen durch Gehege und Geschläge gegangen, hat Vogelbeeren und andere Beeren und Steinobst und Gewurzel gesammelt. Und der Vater hat neben den Meilen einen kleinen Ofen gebaut, einen Tonkessel mit langen Rohren darüber eingemauert und in diesen Kessel die Waldfrüchte getan. Hat alles fest verklebt und verschlossen, darunter Feuer gemacht, vor das Rohr eine Flasche gestellt und gerufen: Jetzt, wenn ein guter Geist drinnen ist, so komme er heraus. Ich beschwöre ihn. Also ein Geisterbeschwörer? Nein, ein Weinwandbrenner. Aus den langen Rohren begann es vorerst zu dunsten, dann zu tropfen und endlich floss ein helles Brünnlein in die Flasche. Das war Kilians drittes Gewerbe. Und wenn dann die Holzer, die Pecher, die Hirten, die Wurzner und die Kräuterer, die Jäger und auch den Wilderer kamen, so setzten sie sich an den Tisch und redeten von dem und dem, was da im Walde war und nicht sein sollte, oder nicht war und sein könnte, oder auch, was recht war, dass es war, oder recht war, dass es nicht war. Kam dann allemal der Kilian herbei und fragte: Mögt's einen? Und sie darauf: Gib her einen. Dann schlugen sie für das funkelnde Gläschen auf den Tisch die Münze hin, so fest, als wollten sie dieselbe vor dem Weggeben noch im Holz abprägen. Und das Wirtsgeschäft war Kilians viertes Gewerbe. In der Köhlerhütte, Schmiede, Branntweinbrennerei und Schinke ging es denn auch immer recht lebhaft zu. Da saßen sie stundenlang, Nächte auf Tage lang zusammen, die rauen, wildbärtigen Wäldler. Jeder hatte sein Grießbein neben sich lehnen und in der rechten Hosentasche ein langes, blitzendes Messer stecken. Manche davon wäre auf entlegenem Waldweg nicht gut begegnen, sagen die Jäger. Der rechte Waldmensch mag unter allen Raubtieren den Jäger am wenigsten leiden. Der schießt ihnen den Braten von der Nase weg und lässt, wenn er kann, die so benachteilen noch einsperren. Der Wäldler beichtet und betet, arbeitet und fastet, ist ein guter Kerl, aber den Jäger trotzt er bis aufs Messer. Gegenseitig mögen sie sich aus purem Jähzorn erschlagen, aber den Jäger morden sie mit Vorsatz. Wildschützen sind sie, umginge es um Erd und Himmel. Jetzt, da der Kilian den Hans in die Stube führte, war sie leer. Der Kühler nahm dem Gast die Flinte ab und verbarg sie unter eine Diele des Fußbodens. Magst einen Hans? Hast einen rechten Beißer, so gib ihm her. Der Kühler steckte einen brennenden Spann in den dazu bereiteten Wandhaken, brachte Schnaps und sagte: Ich glaube, Schier, du hast dir heute keinen verdient. Weswegen meinst das? Fragte der andere. Weil du nichts als wie den Wettergeier bei dir hast. Glaubst du, sagte Hans, man fängt die Rehböcke und Gemsen so unter den Steinen heraus als wie die Regenwürmer? Ja, wenn diese kreuzverfluchten Jäger nicht wären.
aber heute sind sie wieder den ganzen Tag im Wald herumgestreift, wie wütige Füchse. Und wenn einmal so Jahr und Tag im Kottes ist wie ich, nachher fährt er nicht mehr so hitzig drein. Probier's nur selber. War die heute recht gut zu Schuss gekommen. Steht so etlich 60 Schritt von mir so ein 14-Ender, ein Sakristier. Ich mich gleich hinter dem Busch niederlassen und zu Wagen gefahren ist das Erste. Paff, schnalzt es auf der anderen Seite und der Bock stürzt hin. Vermaledeit, denk ich. Grad, dass ich nicht geflucht hab, muss ein Jäger da sein. Seh ich auch schon den Franziger, wie er den Tiere zuläuft. Jetzt, Franziger, jetzt kommst du mir zurecht, denk ich. Jetzt zahl ich, dass du mich in den Arrest hast geschickt. Und leg den Finger an den Hahn. Weiß der Teufel, wie mir je sein Kattel einfällt und die Kinder, zittert mir der Finger am Hahn. Kattel, denk ich, dich hab ich einmal gern gehabt. Und ist dir auch der Flott Jägerbusch lieber gewesen wie der arme Hans? Ich trag's dir nicht nach. Ich hab dich nicht einmal gern gehabt. Und schieße nicht. Bin durch den Anwachs gefahren, als hätte ich das wilde Geit hinter mir. Was schieße ich heute, dass mir die Kugel in den Rohr nicht faul wird? Da sehe ich den Geier und bring ihn herab. Sollte eigentlich der Franziger sein. Magst ihn haben, Kilian? Nagle ihn auf deine Hauswand, wenn du willst. Nur ein paar Federn behalte ich mir und noch was. Ein sauberer Vogel, meinte der Köhler und windete das Tier über und über. Ich mag ihn schon. Mein Hühnervolk wird sich freuen, wenn es den Geier einmal auf die Wand genagelt sieht. Dank dir Gott, Hans. Als der Köhler hinaus zu den Meilen nachsehen ging und der Hans allein in der Stube war, zog er sein Messer aus der Tasche, stach dem Habicht die Augen aus und verzehrte sie. Hast auch den Glauben, sagte später Kilian, dass gegessene Geieraugen den Schützen einen recht scharfen Blick machen? Ich habe gar keinen Glauben, versetzte der Hans. Ich weiß es, Geieraugen sind allemal ein sicheres Mittel für sowas, aber gut müssen sie sein. Er führte die Sache nicht weiter aus. Er warf den Vogel unter die Bank, dann zündete er die Pfeife an, ließ sie aber wieder ausgehen. Er starrte finster auf den Tisch. Die Spannflamme schüttete sich hin und her, als sei sie nicht recht einverstanden mit dem, was der Wilderer denkt. Draußen braust der Wettersturm. Man hört die Bäume rauschen und die Wipfel krachen, die Wände des Hauses ächzen. Der Bach braust und bei dem Leuchten der Blitze sieht man sein wachsendes Flutern und Anprallen an die Steine und Oberquellen aus dem Ufer. Die Donnerschläge mögen bald verhallen, die Regen versiegen, die Wetter vergehen, als Herr bleibt der Wildbach. Wer hat den Köhler erlaubt, hier seine Hütte aufzustellen? Fort damit! Ein Steinwall nimmt sich noch der armen Köhlerei an. Der Rasende zerschellt an ihr und schäumt wütend dahin. Hier einen Baumstrunk, dort ein Stück Erde mit sich reißend. Der Mensch wird rauschig, wenn er zu viel Branntwein trinkt. Der Bach, wenn er zu viel Regen trinkt, sagte Kilian. Er weiß es, morgen ist das Bächlein wieder klar und klein und hilft ihm die Kohlen löschen und den Schnaps kühlen und leugnet alles, was es heute getan. Der Kinnspann verlosch, aber im Herzen des Hans brennt es fort. Draußen wurde mehreren Stimmen vernehmbar. Der Kilian ging, um zu sehen, und rief, »Seid ihr endlich da, ihr verdankten Leute, ihr! Gott Lob und Dank, dass ihr da seid!« Ein junges, heiteres, erwachsenes Mädchen und ein ebensolcher Bursche kamen in triefenden Wettermäntel hereingestolpert. »Na, heut wohl, Agnes«, rief der Kilian, »heut hat's dir den Brautkranz wohl aufgefrischt. Was hab ich denn gesagt zu Mittag? Hab ich nicht gesagt, es kommt was?« Es sind die Gelsen so ins Feuer geflogen. Jetzt macht euch zurecht, ihr Lotterer, ihr. Die deren was Bescheid. Und du, Baldl, hängt da deinen Wettemantel über den Herd. Wie deine Haut trocken wird, sieh selber zu.
Aber nein, rief das Mädchen, aber sowas da. Ich bin ganz zusammengeschlagen vor Schreck. Was hast du denn wieder für einen Schreck gehabt? Fragte der Vater. Geisten tut schon wieder oben bei der Hubertuskapelle. Dass ich euch nur sag, es ist die Nacht und der Regen da, wie wir vorbeigehen. Stehen wir unter das Dach, sagte Bartel. Ist mir nicht lieb, sage ich, bei der Kapelle tut's gern einschlagen. Hat der Übermut drauf noch gesagt, ein bisschen Feuer war ihm lieber wie so viel Wasser. So eine Sündhaftigkeit sagen. Und wie wir unter das Dach springen wollen, sage ich, bleib stehen, Bartel. Habe ich so ein Summen und Klingen gehört in der Kapelle, gerade wie wenn von weiten Glocken täten läuten. Bald ist zu mir gerissen und sind durchs Wetter herabgefallen, wie nicht gescheit. Und jetzt verspüre ich erst den Schreck. Ihr seid zwei Kinder und wollt schon heiraten, sagte der Köhler. Wo habt ihr aber den Pechhacke gelassen? Der ist zu seinem Mardereisen nachschauen gegangen, muss bald da sein. Die zwei Leutchen, die hier so nass geworden waren, hatten heute einen sehr schönen Feiertag gehabt. Sie waren in Begleitung des Pechhackers drüben in der Feichtau beim Pfarrer gewesen. Der Baldl ist unter den Holzleuten in Edenwald ein Masterknecht oder Vorarbeiter. Er ist im Holz geboren und kennt sich in demselben aus wie ein Burkenkäfer. Wie er Vorarbeiter wird, fällt ihm auf einmal ein, er will auch eine Vorarbeiterin haben. Und geht in die Köhlerhütte und schürt Kohlen und geht in die Schmiede und schmiedet das Eisen, solange es warm ist. Da ist lange hin und her geredet worden, haben etliche Gläschen Branntwein dabei getrunken und der alte Pechhacker, des Kilian Gevatter, hat bei diesem Rede und Raten vor lauter Sinne und Grübeln ein neues Pfeifenrohr zerbissen. Endlich ist alles richtig worden. In einer Woche ist der Ehrentag in der Feichtau bei Wirt. Da, verhoffe ich, wird der Gevatter wieder zu einem neuen Pfeifenrohr kommen. In der Luft war es endlich wieder still geworden, nur von den Bäumen rieselte es nieder. Die Meiler draußen, die waren noch vor dem Regen schwarz wie vor denselben. Nur der aufsteigende Rauch ist jetzt in der Nacht schier weißer als sonst. Endlich kam der Pächter heim, aber er kam nicht allein, hinter ihm humpelten ein Mann und ein Weib in fast fremdartiger Kleidung. Mit den seltsamen Packen, die sie mit sich schleppten, stießen sie an die Türpfosten, dass es klirrte. »Holach, oh, Hochzeitsleut«, rief der lange, haarige Pechhacke, »lustig sein, ich bring die Musikanten mit.« Damit warf er einen breiten Filzhut auf die Bank, dass es spritzte. »Was hast du denn für zwei Fledermäuse bei dir?« fragte ihn der Hans, auf die abenteuerlich aussehenden Fremden deutend. »Die habe ich da oben in der Kapelle aufgestöbert, über und über nass, unter und unter schier erfroren. Haben im Gebirg den Weg verloren, sagen sie, und in der Kapelle übernachten wollen. Das geht nicht, habe ich gesagt. Ich habe ein großes Vertrauen zu den heiligen Hubertus, aber ich glaube, bei Menschenkindern tut euch diese Nacht besser. Es geht ein eiskalter Wind, weil es auf der Scharnhöhe gehagelt hat, und das Weibel, sage ich, schaut ohnehin schier einer Kranken hingleich. Der Kilian da unten, sage ich, nimmt euch über die Nacht schon in sein Haus und kocht euch eine warme Suppe, wird keine Schwierigkeit setzen. Eine warme Suppe können sie schon haben, meinte der Kilian, aber mit der Liegestatt wird's heute schlecht ausschauen. Nein, nein, murmelte jetzt der Mann in fremder Kleidung, er war betagt und hatte eine heisere Stimme. Für mich ist alles gut, auch auf dem Fußboden schlafe ich, aber die meinige da, die ist krank geworden. Für sie tät ich wohl ein warmes Nestlein bieten, wenn es sein könnte. Wohl um Gottes Willen, flehte das Weib und faltete ihre fiebenden Hände. Das war schon durch und durch ein nasser Abend. Auch in den schönen weichen Augen der Agnes gab's jetzt Wasser. »Das ist leicht«, sagte hierauf das Mädchen. »Die Frau schlaft oben auf dem Dachboden in meinem Bett und den Bärenpelz drauf.
Dafür bleibt der Mann bei uns in der Stube und zieht dem Ding da die Pfeil ab. Sie hatte bemerkt, dass der Alte in seinem Sarg eine Harfe stecken hatte. Der Bardel sah einen Vorteil und unterstützte den Antrag des Mädchens. Und so wurde es. Das fröstelnde Weib trank aus der hölzernen Schale warme Ziegenmilch. Dann barg es mit Sorgfalt sein Instrument, also eine zweite Harfe, in die Ecke, sagte allem eine gute Nacht, ließ sich auf den finsteren Dachboden führen und legte sich ins Bett unter dem Bärenpelz. Der Alte hatte seinem Weibe noch nachgeschaut und dann gesagt: »Was ich froh bin, dass sie zum Schlafen kommt. Ich tue, was ihr wollt.« Fürs Erste wollten sie, dass er sich in ein trockenes Gewand stecke, dann, dass er ein Glas Branntwein trinke. Dann zündete sie einen frischen Spann an und setzten sich um den Tisch. »Na, Hans, was ist mit dir?« polterte plötzlich der Picher den finsteren Gesellen an, der wortkarg in seine Ecke kauerte. »Was meinst, wann erwürgen wir den Franziger? Mir hat der Scheck das Mardereisen ausgehoben. Will einer auch das Raubtierfange nicht mehr vergunnen? Der gibt nicht Ruhe, solange er nicht die Bohnen in Leib hat.« Der Hans ließ unter der tief in die Stirne gedrückten Hutkrempe hervor einen Blick schießen. »Ja«, murmelte er, »ist einem verteufelt langweilig am Abend, wenn man nichts geschossen hat.« Mittlerweile war Agnes in Unterhaltung mit dem fremden Mann, der Harfe wegen. Er war so wunderlich in den Füßen, just als hätte er sich auf jeder Zehe ein loses Rädchen. Und kaum legte der Mann die Finger an die Saiten, huschte Agnes nach ihm Bardel. Aber die Saiten wollte nicht klingen. Der Regen hatte sie heiser gemacht. »Sie werden schon trocken, derweil trinkt Branntwein«, sagte Kilian zum Fremden. »Mit Verlaub, von wo seid ihr denn her?« »Wo wir hinwollen, meint ihr?« versetzte der Mann. »Wir sind alt, wir kommen aus der Fremde und gehen der Heimat zu.« »Im Böhmewald sind wir daheim, nach dort sind wir jungerweise aus Preußen eingewandert. Jetzt sind wir schon über 4 Jahre in der Welt herum und musizieren den Leuten was vor, weil uns von Heim der Jammer vertrieben hat. Wo es lustig zugeht, da bleiben wir. Wollen sie tanzen, so spielen wir. Tut sich aber nicht gut tanzen zum Harfenspiel. Wollen sie hören, so singen wir. Die meinige hat eine gute Stimme gehabt, letzte Zeit freilich. Da ist ihr der Stimmstock umgefallen. Jetzt geht's nicht mehr recht, und wenn wir singen, so gebe uns die Leute Geld, dass wir aufhören sollten. Ist auch recht, sag ich, so brauchen wir keine Saiten zu stimmen. Aber dem meinigen hat's das Herz abdrücken wollen. Das Singen ist ihr noch der Trost gewesen, seit der Junge tot ist. »Trink wacker«, sagte der Köhler. »Ich füll nach. Ihr müsst auch Hartsach durchgemacht haben.« »Ja, das glaube ich«, lachte der Musikant überlaut auf. Dann schwieg er. Dem Kilian tat's leid, dass die Erzählung des Mannes verstummen wollte. Er sagte dann nach einer Weile: »Böhmen soll ja ein schönes Land sein.« »Ein schönes Land«, antwortete der Fremde. »Was gibt's denn Neues dort?« fragte der Köhler äußerst ungeschickt. »Ich bin schon lange nicht mehr dort gewesen. Dazu mal hat's Neues genug gegeben. Sind unsere Landsleute, die Preußen, gekommen, haben uns das Haus niedergebrannt und unseren Sohn totgeschossen. Drauf sind wir fort. Gehen wir vor den deutschen Leuten nicht mehr sicher, sage ich zu den meinigen, so müssen wir halt ins fremde Land. Und sind über das Gebirg ins Wellische hinein. Jetzt soll er schon lang wieder alles gut sein, sagte der Köhler. Das haben wir auch gehört, und so reisen wir wieder heimwärts. Und was hört man sonst Neues?« fragte nun der Pecher und stopfte sich aus einem Blasenbeutel Tabak in die Pfeife.
Die Franzosen sollen wieder anrücken, sagte der Harfner. Über dieses Wort richteten alle ihre Köpfe auf, auch der finstere Hans den seinen. Die Franzosen wieder anrücken, meinte der Köhler, das ist leicht durch eine Lug, Vetter. Wird hübsch wahr sein, der Napoleon will uns wieder haben. Jetzt hörte man nichts als den Wildbach draußen. Plötzlich aber schlug der Pecher mit seiner knochigen Faust auf den Tisch, dass die Gläser emporsprangen. Sakra, fluchte er. Wenn sie wiederkommen, so setzt was. Sie sind schon da gewesen und unsere Vatersleute haben sich treten lassen, dass es schon ganz hündisch ist gewesen. Aber wir reiten anders, wir... Mit Hacke und Messern fallen wir drein und kleben in die Schädel auseinander. Edelwaldleut, wir sind keine Hundsfütter. Wir sind freie Leute. Kreuzsakrament. Der Mann war aufgesprungen und hatte sein langes Messer mit einem schweren Fluch in den Tisch gestoßen. Was hat er denn? Fragte der Baldl. Er wird allemal so wild, wenn von den Franzosen die Rede ist. Sie haben seinen Großvater erwürgt. Wo haben Sie ihn erwürgt in des Teufels Namen? Rief der Pecher. Sie sind Feinde gewesen. Aber dass Sie hernach meinem Vater zu einem Knecht haben gemacht, zu einem Spion und Schurken, das verzeih ich Ihnen nimmer. Und wenn's mir den Himmel kostet. So redeten und schrien sie hin und her. Es wäre zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges, wo auch die Waldleute tief im Gebirge aufgeschreckt worden sind, wo sie alles weh, das sie 4 Jahre früher erfahren, vergessen hatten und nur von Franzosen erschlagen die Rede war. Zu solchen Zeit tat eine gemütliche Musik wohl. Und in diesem Augenblick, da die verwilderten Gemüter entbrannten zum Vergelten und Schlachten, legte der alte Harfner seine Finger in die Saiten. Sie klangen noch ein wenig trüb, aber sie klangen und spielten ein fröhlich Lied. Agnes legte den Arm um den jungen Bräutigam. Es begann der Reigen. Und als das Paar anmutsvoll und geschmeidig durch die Stube walzte, da pfiff der Kilian die lustige Weise mit und schnalzte mit den Fingern den Takt dazu und trillerte in seiner bäuerlichen Art. Wann man Zitten schlagen, so schlug man Storn, steirisch, wann man steirisch tanzen, tanzt man Storn, steirisch, Tomma, Ast und steirisch, Kegelscheiben. In den Leben, so lieb man Storn, steirisch, wilde Feind ins Land, so zog man Storn, steirisch, dass man Storn in steirisch Wellen bleiben. Die beiden anderen schlugen dazu mit ihren knochigen Fäusten auf den Tisch die Trommel. Der Harfner brach sein Spiel ab und sagte, es tut mir doch das Brautpaar leid, dass man ihm eine solche Kriegsmusik macht. Möglicherweise fängt ihnen jetzt der 30-jährige Krieg an, lachte Kilian. Hätte ich hier was dreinzureden, versetzte der Harfner und schüttelte seinen grauen Kopf, so wollte ich sagen, so ein Spaß gehört sich nicht. Wenn man jungen Eheleuten allemal das Schlechte voraussagt, so meinen sie nachher, es muss so sein, es und suchen und finden überall Schlechtes. Wie ich vor 32 Jahren die meinige genommen, ist auch Gefahr gewesen. Aber ihre Mutter hat frisch gesagt, ihr mögt tun, was ihr wollt, ihr zwei gehört zusammen. Ihr mögt voreinander fliehen und euch verfolgen und Leid antun, es wird vergeben sein. Ihr werdet euch lieb haben. Ihr werdet auswendig Elend und Kümmernis haben. Ihr werdet miteinander weinen. Aber ihr werdet glücklich sein. Schön hat sie reden können. So ist es geworden. Und so will ich es auch euch wünschen. Diese Worte wegen schauten sie mit Wohlgefallen auf den alten Harfner, nur der Hans nicht. Der lugte durch das kleine Fenster hinaus. Draußen über den finsteren Tannen standen jetzt die Sterne des Himmels. Ihretwegen blickte der Mann wohl nicht hinaus.
ob er nicht an das Weib des Jägers Franziger dachte. Er möchte sie flehen, verfolgen, möchte ihr Leid antun, muss doch an sie denken. Jetzt zog der Hans ein Horn aus der Tasche, ließ das Pulver in seine Hand rinnen, tat dasselbe in das Rohr seiner wieder aus dem Verstecke geholten Flinte, ließ dann eine Bleikugel hineinrollen und verstopfte das Rohr mit Papier, das er mit dem Ladestock hineinstieß. Dann prüfte er den Hahn und starrte wieder zum Fenster hinaus. »Jetzt sollt ihr uns aber auch eins singen«, sagte Kilian zum Harfner. Der Alte schaute besorgt rein und tat hernach die Frage. »Nicht wahr, ihr guten Leute, die meinige hat eine warme Decke?« »Den Bärenpelz, der inwendig mit Schafspelz gefüttert ist«, antwortete der Kühler, »unter solchen Teehäuten kann keiner erfrieren.« »Dann singe ich gern und singe ich eins für die liebe Jugend«, sagte der Alte, griff in die Saiten und begann zu singen. »Auf dem Berge steht a Hütte, bei der Hütte steht a Baum. Und so oft ich dort vorbeigeh, finde alle mal nimmer home. Und so oft ich dort vorbeigeh, finde ich alle mal nimmer home. In dem Hüttel ist a Dindel, ist frisch wie a Reh. Und so oft ich das Dindel anschau, tut mir's Herzel so weh. Und so oft ich das Dirndl anschau, tut mir's Herzel so weh. Und das Dirndl hat zwei Äugeln, wie am Himmel die Stern. Und je öfter ich hinausschau, umso mehr hab ich's gern. Und je öfter ihn hinausschau, umso mehr hab ich's gern. Hab ich a Freund mit dem Dirndl, ob ich wach oder traum, denk ich alle, weil aus Dirndl uns Hüttel beim Baum. Denk ich alle, weil aus Dirndl uns Hüttel beim Baum. Jetzt schrillte die Harfe und war still. Was ist das? Drei Saiten auf einmal gesprungen. Dem Alten war die Stimme auf den Lippen erstorben. Der Pächer meinte, das hätte was zu bedeuten. »Der Nässe wegen«, sagte Kilian. »Nasseweise angespannt, dann trocknen sie zusammen und springen. Gießen wir noch zu guter Letzt eins nach.« Und er füllte das Gläschen des Harfners wieder voll. Der Baldl, dem eigentlich noch nicht genug getanzt war, versuchte die Saiten zu knüpfen. »Lass es sein«, sagte der Alte, »was hin ist, ist hin.« Kilian ging zu seinen Kohlstädten, um etwaige Glutausbrüche zu dämpfen. Der Pächer meinte, für ihn wäre es Zeit, dass er seine Klause aufsuche. Sie stand oben am Waldhang, wo morgen früh wieder die Pechbrennerei angehen sollte. »Da, Vetter«, sagte er, »da habt ihr was fürs Ausspielen«, und warf für den Musikanten ein Silbergrüschlein auf den Tisch hin. Und der Hans, der hatte während des Gesanges sein Gewehr unter die Jacke genommen und still und finster die Hütte verlassen. So wollte sich auch der Sänger anschicken, auf den Dachboden zu seinem Weibe zu gehen. »Nachher wären wir doch ganz allein«, sagte das Mädchen besorgt. »Das macht nichts«, meinte der Baldl. »Die Kinder sollen auf dem Stroh liegen«, sagte der Kühler schalkhaft. »Nein«, rief Agnes, »das tue ich nicht.« »Wo willst denn schlafen?« »Da gehe ich lieber zur fremden Frau hinauf«, versetzte sie und war rot im Gesicht. »Ist auch recht«, meinte Kilian. »So mag der Herr Musikant bei Baldl auf dem Stroh liegen.« So geschah es.
Der grauhaarige Harfner und der junge braunlockige Meisterknecht legten sich in der Stube auf das Stroh, und der Baldl sagte: »Ja, Vetter, wir zwei sind auch noch niemalen beisammen gelegen.« »Und werden vielleicht auch niemalen mehr beisammen liegen«, entgegnete der Alte. »Gute Nacht jetzt!« Beide rückten manierlich in sich zusammen. Keiner wollte dem anderen drücken. »Ist es das erste und letzte Mal, so soll keiner über den anderen zu klagen haben.« Der Alte schlummerte bald ein. Der Balde dachte, nächste Woche liege ich auch schon bequemer. Agnes war über die Leiter in den Dachraum hineingeklettert. Kilian arbeitete mit seiner Schaufel an den kohlenden Meilen. Es heißt nur wachsam sein. Wenn die Flamme aus dem schwarzen Deckel des Kohlenmeiles schlägt, so brennt es den Köhler in den Geldbeutel hinein. Was lichterloh brennt, das wird zu Asche. Was still und inneren glüht, das ist das Rechte. Es soll ja auch bei Menschen so sein. Nachdem die Arbeit geschlichtet und der weiße Rauch still zu den Wipfeln aufsteigt, stützt sich Kilian auf den Schaufenstiel und schaut vor sich hin. Es ist jetzt alles so still, selbst das Rauschen des Baches ist feierlich. Dem Mann ist wie zum Einschlafen. Da geht leise die Tür der Hütte auf, eine weiße Gestalt hauscht heraus, Agnes im puren Nachthemdchen. »O Kind«, sagte Kilian, »was laufst du herum in der kalten Nacht?« »Vater«, flüsterte das Mädchen, »es ist was geschehen. Ich getraue mir nicht mehr hinein.« »Er soll dir Ruhe geben«, sagte der Vater strenge. »Mir nicht«, schluchzte sie. »Mir tut kein Mensch was, aber das fremde Weib wird gestorben sein. Es liegt ganz kalt und starr im Bett und ist nicht aufzuwecken.« »Jesus und Maria«, denkt sich der Köhler, »jetzt ist diese Frau gestorben.« Er eilt mit seiner Tochter auf den Dachboden. Ganz still machen sie es, so dass niemand aufwacht. Dann schlägt er mit Schwamm und Stein Feuer, und bei diesem matten Glimmen sieht es. Mit seinen zitternden Händen fühlt es, die Harfenspielerin ist tot. Jetzt saßen sie lange am Bett, der schwarze Köhler und sein weißes Töchterlein, und berieten, was zu machen sei. »Wenn ich an den armen Mann denke, will mir das Herz abspringen«, sagte das Mädchen. »Jetzt lassen wir ihn schlafen«, sagte Kilian. »Er mag sich ausruhen und stärken. Wenn er des Morgens wach wird, dann müssen wir ihn halt in Gottes Namen vorbereiten.« »Kannst mir glauben, Agnes, ich weiß, wie das tut. Lieber einen Finger von meiner Hand, als ihm das sagen. Es ist ein hartes Kreuz.« Sie hüllten eine Leinwanddecke über den Leichnam, wie es sonst ist, wenn der Mensch schläft. Dann stiegen sie vorsichtig über die Leiter und dann gingen sie hinaus zu den Meilern und arbeiteten. Sie sagten kein Wort und arbeiteten. Und als allmählich ein kühlerer Lufthauch wehte und als es nach und nach lebendig wurde in den Bäumen und der Morgenstern aufging, trat der Baldl aus dem Hause, ging zum Bach und wusch sein Gesicht. Und als dieses Gesicht recht frisch und heiter war, ging er hin zu den Arbeitenden und sagte: »Was gibt's denn da in aller Frühe zu tun, dass ihr den Hahn und den Wecker Lohn bringt?« Agnes eilte zu ihm heran, als wollte sie seinen Mund verhallen. »Sei still, Baldrian, es ist heute Nacht ein Unglück geschehen in unserem Haus. Da oben unter dem Dach liegt eine Leiche. Die Musikantenfrau ist gestorben. Geh jetzt hinauf auf den Steinkugel und mach ein großes Feuer, damit die Holzleute und die Alma wissen, dass wir einen Toten haben.« Der Bursche schüttelte den Kopf, als könne er die Sache nicht so bald fassen. »Ja, mein Sohn, so sterben sie wieder auseinander.
sagte Kilian. Geh und bete unterwegs dein Morgengebet. Der Baldur ging auf den Steinkugel, wo man über die Wälder hinaussieht, in das weite Tal und auf die Berge und Almen. Dort trug er Reiser zusammen, und als die Morgenröte aufging, brannte auf der Höhe ein großes Feuer. Die Menschen, die es von ferne sahen, sagten zueinander, dort brennt ein Totenlicht, und beteten für die abgeschiedene Seele. Agnes und ihr Vater arbeiteten noch immer auf der Kohlstätte. Da gab es stets zu tun. Und wäre das nicht gewesen, so hätten sie sich heute zu tun gemacht. Sie wollte nicht in das Haus gehen, damit der alte Mann nicht in seiner Ruhe gestört werde. Er soll schlafen, solange es ihn freut, sagte Kilian. Es kommt für ihn ein schwerer Tag. Aber als die Sonne aufging, steckte der Harfner sein graues Haupt zum Fenster heraus und rief, »Guten Morgen!« »Guten Morgen«, sagte der Köhler. »Ihr seid schon fleißig und ich faulenze in den Tag hinein. Aber es ist gut schlafen in eurem Haus.« Sie gingen zu ihm in die Stube. Agnes machte auf dem Herd Feuer und kochte das Frühstück. Kilian nahm die Harfe in die Hand und sagte, »Das wird sich schwer machen lassen, 3 Saiten auf einmal.« »Mein Weib hat neue«, antwortete der Musikant, »aber das gottlose lange Schlafen von ihr. Sie ist doch recht müde geworden auf dem weiten Weg.« »Jetzt esset mit uns eine gute warme Suppe«, sagte Kilian und teilte die Holzlöffel aus. Der Harfner blickte durch das Fenster und fragte, »Sind das die Hirten, die da oben auf dem Berg das Feuer gemacht haben?« »Das Feuer habe ich auch schon gesehen«, meinte der Köhler. »Hirten sind es nicht, es ist ein Totenfeuer.« »Ein Totenfeuer, wie ist denn das?« fragte der Musikant. »Wenn in unserem Walde wer stirbt, so zündet man da oben ein großes Feuer an, damit es die Leute wissen. Es geschieht nicht selten. Im Wald ist oft ein Unglück. Alte und Junge trifft's. Der Mensch muss darauf gefasst sein.« So sagte Kilian. Und jetzt erst bemerkte der Harfner das ernste Gehaben des gestern so fröhlichen Kohlenbrenners und die verweinten Augen des Mädchens. »Wo ist der junge Mann?« fragte der Musikant. »Der Bräutigam, der wir oben auf den Berg gestiegen, um das Feuer zu machen«, sagten sie. Der Harfner hatte den Löffel schon in der Hand gehabt. Jetzt legte er ihn langsam weg, stand auf und tastete unsicher nach der Türklinke. »Wo wollt ihr hin, Vetter?« fragte Kilian, aber der Mann stolperte, ohne Antwort zu geben, über die Schwelle und mit dem Rufe »Susanna« kletterte er hastig die Leiter hinan. Kilian eilte ihm nach. »Susanna«, rief der Harfner oben in der finsteren Dachkammer. »Müsst ihr nicht zu sehr erschrecken, es ist des lieben Gottes Willen so«, sagte Kilian, nahm den Musiker bei der Hand und führte ihn zur stillen Bettstatt. Ein Blick ins starre, fahle Antlitz, dann sank der verwaiste Greis zu Boden. Wenige Fuß darüber, auf den sonnigen Dachgiebel, jubelten die Schwalben. O du schöne, fröhliche Wald, o du klingelnde Vogelsang, du duftiges, tauiges Blumenleuchten, du sonnige Himmelsrunde, du erquickende Schattenschuss mit deinem unendlichen Leben, wie bist du grässlich, grässlich, wenn durch dich der Weg zum Totengräber führt. Das ist der Weg, den der alte Harfenspieler wandelte. Der Totengräber zu Feichtau saß in seiner dumpfigen Stube und klopfte mit einem Hammer verbogene und verrostete Sargnägel zurecht.
und nagelte dann damit für seinen Kleinen einen Kinderwagen zusammen. »Braucht ihr was?«, fragte er murrend den eintretenden Musiker. »Ein Grab«, antwortete dieser. »Mir ist mein Weib gestorben.« »Ist schon recht, werden wir es wohl machen. Seid ihr beim Pfarrer gewesen?« »Nicht, dann geht jetzt hin. Ich krieg nachher meinen Gulden.« Der Harfenspieler ging zum Pfarrer, der in seinem Garten mit dem Spaten ein Blumenbeet umstach, und klagte ihm sein schweres Anliegen. »Sie sind wohl fremd in der hiesigen Gegend«, fragte der Pfarrer. »Freilich wohl, Hochwürden. Und so wollte ich höflich gebeten haben.« »Es war euer angetrautes Weib.« »Mein Gott, ja.« »Und katholische Religion?« »Ja, sonst schon«, meinte der Alte. »Aber wir sind von Preußen ins Böhmerland eingewandert und sind dem Glauben unserer Eltern treu geblieben.« »Also protestantisch?« »Evangelisch, ja.« »Das ist schlimm«, sagte der Priester, lehnte seine Spaten an einen Kirschbaum und ging neben dem Alten her mit verschränkten Armen durch den Garten. »Das ist sehr hart, mein lieber Mann«, versetzte er dann und blieb stehen. »Ich als Mensch, das mögt ihr mir glauben, mag keinen Unterschied. Wenn ich euch dienen kann, ich tue es gern, aber wir in Feichtau haben keinen evangelischen Friedhof. Und Personen von nicht-katholischer Konfession auf den katholischen Friedhofe zu beerdigen, ist mir streng verboten.« Eben in dieser Zeit, wo der Kampf zwischen Kirche und Staat wieder heftig entbrannt ist, hat das Konsistorium die Satzung verschärft und ich als katholischer Priester muss danach handeln. Der alte Mann stand ratlos da. Und fast ebenso ratlos stand der Pfarrer neben ihm. »Wenn ihr heute schon von Edelwald herauskommt«, sagte jetzt der Priester, »so werdet ihr eine kleine Stärkung bedürfen. Ich darf euch wohl ein Glas vorsetzen.« »Oh, vergelt's Gott«, rief der Harfner, »wie könnt ich trinken, wenn für mein Weib keine Raststatt ist? Weit und breit kein evangelischer Friedhof. Soll ich sie denn im Wald vergraben?« »Und wenn es darauf ankäme«, versetzte der Pfarrer, »die Erde ist überall Gottes. Kann ich zu eurem Troste kommen und beten? Ich tue es gern.« Der alte Mann wankte wortlos davon. Er ging durch das grüne Tal den Wäldern zu. Er stieg über den Berg in die Schlucht hinab, wo das Haus des Kilian steht, und als er dort in die Stube trat, stand er vor einem Heiligtum. Es war nicht mehr die Zechstube wie in der vorigen Nacht, wo hier im Tisch das lange Messer stak und auf dem Fußboden die derben Schuhe des jungen Paares reigten. Es war anders. An der vorderen Wand der Stube, von zwei Öllichtlein milde bestrahlt, lag sein Weib aufgebahrt zwischen Waldblumen und wilden Rosen. Zu Haupten stand ein kleines hölzernes Kreuzbild und ein Weihwassergefäß mit einem Springzweiglein. Auf der Brust der Leiche lagen papierne Heiligenbildchen und zwischen den Fingern stak ein Vergissmeinnichtsträußchen und eine Wachskerze. Die Stirne war mit einem grünen Lärchenzweig umwunden. Der Körper war bedeckt mit einem weißen Tuche. Und zu Füßen der Bahre lehnte die Harfe. »Susanna«, sagte der Harfner und legte seine Hände an ihr Haupt, »wie sie es herzensgut mit dir meinen, schau herab vom Himmel in dieses Haus. Sie haben dich zwischen Rosen gelegt, schau herab.« Hinter dem Hause war der Köhler beschäftigt, mit Elstrauchbänden zwei Stangen zu einer Bartrage aneinander zu binden. Der Harfenspieler fiel ihm um den Hals und weinte. »Ist recht«, sagte der Köhler, »weint euch aus, dann wird euch leichter.« »Eure Gutheit wegen«, schluchzte der Musikant. »Eure Gutheit schlägt mir so ans Herz, aber die tragbare, lieber Mann,
die haben wir nicht vonnöten. Den Sarg wird uns der Zimmersepp morgen früh bringen. Wenn ich bei Kraft wäre, wie ich einsmal bin gewesen, sagte der Hafner, ich wollte mein Weib hernehmen wie ein kleines Kind und sie so weit tragen, bis ich einen evangelischen Friedhof finde. Seid ihr leicht evangelische Leute? Fragte der Köhler. Gottes wegen ja. Und deswegen kann sie der Pfarrer auf dem Feichthauer-Friedhof nicht begraben. Der Kilian stand eine Weile sprachlos da, dann machte er mit der Hand einen Schlag in die Luft und rief, das sind Dummheiten. Nein, Vetter, lasst euch das nicht anlegen. In unserem Wald hat euch das Unglück getroffen. Wir Waldleute verlassen euch nicht. Bleibt jetzt da und hütet mir das Haus. Ich gehe zu meinen Nachbarn. Euer Weib wird mit Ehre und Lieb bestattet werden. Der Harfenspieler ging in die Stube, setzte sich an die Bahre und sah in das blasse, ernste Antlitz seines Weibes. Und er träumte hier bei der Rose und toten Lichtern die liebe Lebenszeit, die er mit ihr zugebracht. Der Köhler ging hinan durch den Wald gegen die Hütte des Pechers und dann ging er in den hinteren Edelwald zu den Holzarbeitern und ging auf die Alm zu den Wurzelstechern und Hirten. Auf seiner Rückkehr unterwegs sah er hinter dem Moosstein im Gebüsch einen Mann kauern. »Wer ist das?« rief Kilian. Ein unverständliches Gebrumme. Er kannte den Hans. »Was machst du da, Stromer?« fragte ihn der Köhler. »Ich«, murmelte der andere, »hin werde ich. Es haben mich die Jäger erschlagen wollen.« »Und warum haben sie es nicht getan?« »Weil ich mich zu früh totgestellt habe.« »Und warum hast du sie nicht niedergeschossen?« »Schieß nur, schieß, wenn sie dir das Brennscheidgewehr stehlen, während du den Rehbock ausdärmst. Fett ist da, denk ich, und heut hat's geraten. Stehen sie auf einmal da, ihre drei, und hauen mit dem Grießball aufs Messer, dass es in zwei springt.« »Mit was wehrst du dich?« Kaum, dass ich dem einen noch die Faust ins Gesicht werfen kann, fangen die anderen zwei schon an, loszudreschen. Ein Schaft ist in Scherben gegangen, da schaute ich die Trümmer an, bis sie mich zu Boden gebracht haben. Der Franziger ist auch dabei gewesen. Halt, denke ich mir. Für dich muss ich mich noch aufheben. Und hab die Zunge herausgestreckt und mich nicht mehr gerührt. Der steht nicht mehr auf, haben sie gesagt. Nachher sind sie fort mit meinem Gewehr und dem Tier. Aber aufstehe ich noch. Schau mich an, Kilian, aufstehe ich noch. Und ehe vorhin noch einmal auf den Boden fall, ehe vorfällt ein anderer. Der Wilderer war etwas arg zugerichtet. Er bewegte sich mühsam weiter. Der Köhler wollte ihn stützen, aber ich schlug es trotzdem aus. Er brauche keine Krücke. »So, komm in mein Haus, wir legen Hasenschmalz auf deine Wunden.« Der Verwundete hinkte neben den Köhler her und knirschte. Plötzlich rauschte es im Gebüsch. »Wildtauben«, zischelte der Hans, hob einen Stein auf und schleuderte ihn ins Dickicht. Etliche flogen davon. Eine flatterte da auf und stürzte wieder zu Boden. Ohne Gewehr hatte der verwundete Wilderer ein Tier erlegt. Dann schlug er sich mit der Beute seitab. Als der Köhler zurück in sein Haus kam, saß der Hafner noch an der Bahre und sah in das blasse, ernste Gesicht seines Weibes. Langsam und still verging der Tag. Am Abend, als Agnes vom Walde heimkam, machte sie auf dem Herde ein lebhaftes Feuer, holte sie aus den Schränken Mehl und Fett und begann zu kochen und zu backen. In der Nacht kamen die Pecher und sein Weib in Sonntagsstarte.
Es kam der Zimmersepp mit den Sage und es kamen andere Leute. Wilde, narbige Burschen, struppige und gutmütige Greise, Weiber und Kinder. Jedes kniete, als es in die Stube kam, vor der Bahre nieder und betete still. Dann stand es auf und sprengte mit den Tannenzweigen Weihwasser auf den Leib der Toten. Dann blickten sie teilnehmend auf den fremden Mann hin, der im Winkel saß, und einer oder andere suchte ihn mit Worten zu trösten. Man müsse es nehmen, wie es Gott schicke. Sterben müssten wir alle einmal. Keiner bleibe übrig. Und die Abgestorbene hätte es überstanden, für sie sei es so am besten. Sie hätte gewiss nicht viel Gutes gehabt auf dieser Welt. Gott tröste ihre Seele. Sie wachten die ganze Nacht und dann kam Agnes und trug Krapfen auf den Tisch. Und Kilian, der sich heute allen Ruß vom Leibe gewaschen und in seinen Sonntagsanzug gesteckt hatte, lud die Leute ein, sich an den Tisch zu setzen und zu essen, wie es Gott gesegne. Sie setzten sich hin und aßen. Der Harfner blieb in seinem Winkel und aß nicht. Nach dem Mahle gab der Kühler jedem eine große Wachskerze in die Hand. Dann machte er die Tür auf und sie trugen den Sarg herein. Derselbe war aus neu geschnittenen Brettern gezimmert und zu Haupten lagen Hobelspäne als Kopfkissen. Nun kamen alle zum Sarge heran und besprengten ihn. Dann hoben drei Männer die Leiche und legten sie hinein. Das geschah, indem sie alle schwiegen. Jetzt trat ein Mütterlein zum Harfner und sagte: Wollt ihr sie noch einmal anschauen, so kommt, ihr seht sie dann nicht mehr, bis zum jüngsten Tage. Der Greis sank hin über den Sarg. An der Wand schellte die Harfe. Jetzt erhoben sie ihre Stimmen und sangen den Grabesgesang. Fahr hin, o Seele, zu deinem Gott, der dich aus nichts gestaltet, zu dem, der dir durch seinen Tod den Himmel offen haltet. Fahr hin zu dem, der in der Taufe die Unschuld dir gegeben. Er nehme dich barmherzig auf in jenes bessere Leben. Nach diesem Liede legten sie den Deckel auf den Sarg und nagelte sie ihn fest. Da zitterten die Herzen. Es gibt keinen Schall auf Erden, der das Menschenherz so eigen erschüttert, als der Hammerschlag auf den Sargnagel. Agnes legte einen Kranz aus Weißdornzweigen auf den Sarg. Dann wurde er gehoben. Die Menschen hatten ihre Kerzen angezündet. Und so trat der Zug nun aus dem Waldhause. Er ging den Weg entlang, der am Waldbach aufwärts führt. Die Bäume säuselten. Auf den kahlen Höhen glühte das Morgenrot. Voran, hochgehoben, schwankte der Sarg. Hinter demselben ging Kilian, der ein hölzernes Kreuz trug. Dann gingen Agnes und ihr Baldrian, das bräutliche Paar. Dann folgten alle anderen und beteten laut. Ganz zuletzt ging der Pächer und an seinem Arm die Harfe schleppend, der alte Sänger. So gingen sie aufwärts durch das Gebüsch zwischen Wildfarn und Heidekraut. Und sie gingen am Felsenhang hin und kamen auf eine stille, tauige Wiese. Sie gingen über graues, moosiges Gestein, sie gingen über eine lichtvolle Höhe und sie gingen durch einen schattigen Tann. Die Sonne war aufgestiegen und spann ihre goldigen Fäden durch den grünen Wald. Da war's, als zittere in der Luft der Klang eines Glöckleins. Da sie tiefer in den Hochwald kamen, war kein Sonnenstrahl und die Luft wehte kühl.
Vernehmlicher wurde das weiche Klingen des Glöckleins. Und endlich in der Wildnis, durch welche nur ein schmaler Steig über den Berg gegen die Feichtau führt, eingefriedet von Felsen und alten Bäumen auf einen Anger, stand das Kirchlein des heiligen Hubertus. Es war aus Holz gezimmert, rot angestrichen, und auf seinem Bretterdache wucherte das Moos. Über dem Eingang, aus welchem brennende Lichter des Altars schimmerten, erhob sich ein Türmchen, und aus diesem klang es mild und ruhevoll, als klinge es aus der Ewigkeit herüber. Aus der Ewigkeit mit einem Gruß an die Menschen auf Erden und dann wieder in die Ewigkeit verzitternd. Am Kirchlein wuchs der Schlehdorn und die Hagenbutte und anderes Gesträuch mit roten und weißen Rosen. Daneben war braunes Erdreich aufgeworfen und hier war das Grab. Der Zug stand still und bildete einen weiten Kreis. Die Träger setzten die Bahre ab, lösten den Sarg von den Stangen los und ließen ihn langsam hinableiten in die Tiefe. Und als es hinabrollte, sangen sie den Grabgesang. Dein Leib geht nun der Erde zu, von der er ist genommen. Der Seel wünscht man die ewige Ruh bei Gott und allen Frommen. Wenn durch des jüngsten Tages Flamm die Welt zugrund wird gehen, dann gebe Gott, dass wir beisam zu seiner Rechten stehen. Das Lied verscholl, das Glöcklein schwieg. Der Harfenspieler saß in tiefer Traurigkeit an dem Grabe. Die Kerzen loschen aus, und nur die blauen Bändchen des Rauches an den Dochten wehten hin wie Trauerfahnen. Die Erde rollte auf den Sarg. Kilian nahm den armen Witwer an der Hand und sagte: Nun wisst ihr, wo sie schläft. Ihr werdet mit eurem Seitenspiel wieder zu frohen Menschen gehen. Gott gibt euch auch selber noch manchen heiteren Tag. So will ich eins sagen: Solange einer von allen, die heute hier beisammen sind, im Edelwald lebt, wird dieses Grab in Ehren gehalten werden. Hier auf dem Hügel pflanze ich dieses Kreuz. Der liebe Herr Jesus sei mit ihr und mit euch und mit uns allen. So hat er gesprochen, der schlichte, wackere Mann. Dann gingen sie auseinander nach verschiedenen Richtungen. Der alte Harfner gab Kilian noch einen Händedruck. An deinen Kindern wird's vergolten, du guter Mensch! Noch einen kurzen Blick auf das Grab. Dann ging er davon, dem Tale zu, wo die Landstraße war. An der Kapelle war es wieder still geworden. Nur ein leises Lüftchen wehte, säuselte in den Zweigen und summte in den Saiten der zerbrochenen Harfe, die an einem Baume lehnen geblieben war. Gegen Abend desselben Tages kam der Wilderer Hans, schlich hinter die Kapelle, steckte sein Gewehr zusammen, lud, untersuchte es und lauerte. Bald darauf schritt den Fußsteig langsam gemählich der Jäger Franziger heran. Er war in schmucker Tracht mit grünem Federhut, war ausgerüstet mit Weittasche, Pulverhorn, dem Hirschfinger und den Doppelstutzen, der lässig über seine Achsel hing. Jetzt stand er still und zündete sich eine Pfeife an. Hans legte den Lauf seiner Büchse an einen Baumast, da er die linke Hand in der Binde trug, und zielte gegen den Jäger. Dieser hatte eine kleine Mühe, der Wind löschte ihn
immer die Streichhölzchen aus. Nun griff er zu Schwamm und Feuerstein. »Mein lieber Franziger«, murmelte der Wilderer bei sich, »dein Feuermachen ist umsonst. Du musst jetzt sterben.« Er tastete mit dem Finger nach dem Hahn. Da hörte er ganz nahe neben sich etwas wie Harfenspiel. Hans fuhr zusammen. Da fiel das Gewehr auf den Boden und entlud sich in die Luft. Der Jäger stieß einen Fluch aus, sah den Wildschützen und verfolgte ihn. Beide verloren sich in den Dickichten des Waldes. Nach einigen Tagen, als Baldrian, der junge Meisterknecht, und seine anmutsvolle Braut auf ihrem Hochzeitsgang an der Kapelle vorüberkamen, lehnte am Baume neben dem Grabe noch die Harfe und ein niederhängender Zweig, der im Windhauche sich bewegte, spielte sacht in den Saiten. Im nächsten Frühjahr wucherte es neu und üppig um die Kapelle und wob das Grab in ein reiches, dichtes Geranke von immergrünen Blättern. Die alte Harfe mit den drei zerrissenen Saiten hing im Kirchlein an der Wand und hängt noch heute dort. Über derselben hat jemand folgende Inschrift anbringen lassen. Unser Herz ist eine Harfe mit zwei Saiten. In der einen jauchzt die Freude und der Schmerz weint in der zweiten. Und des Schicksalsfinger spielen kundig drauf die ewigen Klänge. Heute frohe Hochzeitslieder, morgen dumpfe Grabgesänge. 3 Jahre nach dieser Begebenheit hat sich Folgendes zugetragen. Kam an einem stillen, friedlichen Herbstabende der alte Kilian Spät vom Waldeheim in sein Haus, nahm sein Enkelein auf den Arm, herzte es, küsste es, sah es an und immer wieder an und hatte Wasser in den Augen. Von diesem Tage an war er ernst und in sich gekehrt, aber noch milder und gütiger gegen die Seinen als sonst. So fragte ihn Agnes einmal, warum er nicht mehr so lustig sei wie sonst, ob ihm was fehle. »Ich weiß mich gesund«, sagte Kilian, »aber einmal wird's wohl auch für uns zum Urlaub nehmen sein.« »Vater, wie kommt ihr auf solche Gedanken?« »Ich will's dir wohl sagen, Kind. Wie ich das letzte Mal oben an der Hubertuskapelle vorbeigehe, denke ich, sollst einen Augenblick weilen und ein Vaterunser beten für deine Verstorbenen. Und wie ich in der Kapelle niederknie, es dunkelt schon, es ist recht still und ich bin der einzige Mensch weit und breit. Und wie ich bete, da hebt auf einmal ganz von selber die Harfe an zu spielen. Sie spielt ganz voll, spielt auch mit den drei zerrissenen Saiten, spielt ein Lied, wie ich es meine Tage nicht gehört habe. In Gottes Namen denke ich, das ist mein Zeichen. Ich habe nämlich dazu mal, wie wir die Hafnerin begraben, bei mir den Gedanken gehabt. Wenn ich mir für den Christendienst eins könnte wünschen, so wäre es das, es möchte mir einige Zeit vor meinem Sterben eine Weisung zukommen, dass ich nicht so unverhofft fort müsse wie die arme Frau. Das Zeichen habe ich vernommen. Jetzt, mein liebes Kind, weißt du es. Darauf stand es noch an 6 Wochen lang. Und der gute Mann war eingegangen in das Reich, wo die seligen den Harfenklängen des gesalbten Sängers David lauschen.